Hallöchen, ihr Lieben, sehr, sehr schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin die Wally und willkommen zu diesem Video. Wir möchten heute von dem Josephine Wall-Bild, dem Skorpion, die Steinchen einsortieren und ich habe mir hier schon mal ein bisschen was gerichtet. Das ist unter anderem ein Tic-Tac-Koffer, dann die Etiketten, ein Schiffchen, ein Stift, um die Etiketten zu beschriften und natürlich die Steinchen. Ich werde jetzt die Kamera einmal festmachen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich hoffe, ihr könnt immer noch alles gut sehen und ich würde sagen, wir fangen einfach wie üblich an. Wir haben hier die Legende. Insgesamt haben wir 56 Farben. Davon haben wir die ersten drei mit der 129, der 136 und der 141, die es ja normalerweise nicht in der DMC-Liste gibt. Hier handelt es sich um sogenannte AB-Steinchen und wir wollen die Steinchen jetzt alle in einen sogenannten Tic-Tac-Koffer einsortieren und da würde ich euch gerne mitnehmen. Positiver Nebeneffekt am Einsortieren ist natürlich immer, dass wir schauen, ob auch alle Steine vorhanden sind. Hier haben wir diesmal gar nicht so viel Müll, was mich wirklich sehr, sehr freut, weil wir haben die Steinchen schon in größere Tüten abgepackt und haben nicht die ganzen kleinen Päckchen, die wir nacheinander aufschneiden müssen, sondern hier haben wir die Steinchen abgewogen und dann direkt in einzelne Päckchen verpackt. So, wir schneiden uns das erste Tütchen ab. Hier handelt es sich gleich um AB-Steinchen. Das kann man hier sehr, sehr gut sehen in dem Blau. Ich hoffe, dass man das auch schön in der Kamera sieht. Auch wirklich toll ist, dass sie hier nochmal das Logo aufgedruckt haben vom Diamond Art Club. Und überall dieser schöne Spruch, do what makes you sparkle. Weil prinzipiell ist es ja genau das, um was es geht. Wir machen es uns ein wenig schöner. Und wenn es dann noch toll glitzert, so. Jetzt füllen wir mal erstmal eine kleinere Menge hier rein. Nehmen uns ein Tic-Tac-Döschen aus dem Koffer und fangen an zu befüllen. Was ich unbedingt noch sagen wollte, ich wollte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Wir haben jetzt innerhalb von ein paar Tagen schon mehr als 30 Abonnenten, womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Macht mich immer noch sprachlos. Nicht nur, dass man ein schönes Hobby gefunden hat für sich. So, hier haben wir jetzt die Steine eingefüllt. Im Döschen ist gut verschlossen. Da passiert auch nichts. Das kann auch gerne mal runterfallen. Das ist überhaupt kein Problem. Was ich auch immer mache, ich schaue mir auf der Legende an, was für ein Symbol die DMC-Nummer hat. Das heißt, ich schreibe mir als allererstes das Symbol, was in diesem Falle die 2 ist, auf, die auch ein klein wenig dicker und besser zu erkennen. Und unten drunter dann die DMC-Nummer, was in diesem Fall jetzt die 136 wäre. Und dann kommt die ganz einfach hier drauf. Die restlichen Steine, wo ich die Tüten aufgeschnitten habe, die fülle ich in eine Zipbeutel. Einfach aus dem Grund, wir haben hier die Möglichkeit nicht mehr, dadurch, dass wir es aufgeschnitten haben, dass wir das Päckchen verschließen können. Natürlich können wir da jetzt einen Streifen Tesafilm drum kleben, aber ich
werde die Reststeine in einer Box bzw. in einem Tütchen oder ähnlichem verstauen. Und dass da einfach nichts passiert, kommen die bei mir ins Zipptütchen. Auch hier einen kleinen Aufkleber mit der 136. Der Müll darf runter. Das Tütchen hier hoch. Und das Döschen haben wir schon in den Koffer einsortiert. Und so geht es jetzt nach und nach mit den einzelnen Farben weiter. Hier zum Beispiel haben wir von einer Farbe, von der 327, gleich drei Päckchen. Die können wir gleich alle abschneiden und können zwei davon sofort wieder auf die Seite legen, weil die werden wir definitiv nicht eingefüllt bekommen. An was arbeitet ihr denn gerade? Ihr was ganz Buntes, vielleicht auch was, was ihr mit AB-Steinchen verschönert. So, hier hatten wir die 327. Hier die MC-Nummer wieder hier unten. Und jetzt schauen wir auf der Liste. Das wäre in diesem Falle ein sogenanntes Tetris-Zeichen. Bei dem Zeichen, wenn ich das sehe, muss ich immer direkt an Tetris denken. So, die restlichen Steinchen kommen wieder in ein Zipptütchen. Die anderen sind ja noch verschlossen und werden somit so aufbewahrt. Ja, bei meinem aktuellen Bild, was ihr ja auch schon gesehen habt, die Audrey Hepburn, bin ich wahnsinnig enttäuscht. So beim Unboxing hatte ich das Gefühl, es ist alles super. Die Steine sahen auf den ersten Blick gut aus. Die Leinwand sah gut aus. Es war eine extra Legende, was ich auch immer sehr angenehm finde. Ja, auf den ersten Blick sah alles super aus. Leider blieb es dabei. Die Steine sind unheimlich unterschiedlich. Von der Größe her, wir haben doch in den Tütchen eine Menge Ausschuss. Hier haben wir auch zwei Päckchen. Haben eine Menge Ausschuss. Was ich so eigentlich gar nicht so schlimm finde. Wenn genug Steine drin sind, dann darf da ruhig auch ein bisschen Ausschuss sein. Ich habe beim Painten immer so ein kleines Einmachglas, ist das, glaube ich. Das habe ich von Anfang an hier schon stehen. Und da kommt der Ausschuss dann rein. Und dementsprechend darf das ruhig. Also wenn da genug Steine letztendlich übrig bleiben, dann ist das völlig okay. Das hat man überall mal. Aber wenn ich mir überlegen muss, an welche Stelle ich welches Steinchen setze, dass es passt, weil sie so unterschiedlich groß sind, dann macht das alles nur weniger Spaß. Ich hasse Lücken im Bild, muss ich dazu sagen. So, ich habe hier einen abwaschbaren Folienstift. Den aus dem Grund, Diamond Art Club hat die Legende, das ist ein Aufkleber. Und dadurch, dass ich das jetzt abstreichen möchte, mache ich das mit einem abwaschbaren Folienstift. Ich setze mir hier gerade
einen kleinen Strich. Bei dieser 136 haben wir eingefüllt. Wir hatten jetzt die 327 und sind jetzt aktuell, jetzt muss ich nochmal schauen, bei der 937. Das ist hier. Weil dann kann ich mir das im Nachhinein wieder ganz einfach abwaschen. Auch hier unten die DMC-Nummer. Und oben malen wir mehr schlecht als recht. Aber ich möchte keinen Preis für meine Sticker bekommen. Ich möchte im Anschluss ein schönes Bild haben. Und möchte meine Döschen hier ordentlich finden. Deshalb dürfen die Zeichen auch ein bisschen dicker sein, dass sie einfach besser zu sehen sind. Von daher, die sehe eh nur ich. Nächstes haben wir hier die 738. Die Päckchen sind zwar perforiert, aber ich schneide dennoch mit der Schere auf, weil ich habe das einmal gemacht, dass ich sie abgerissen habe und dann kamen sämtliche Steine entgegengehopselt. Die Tüte war natürlich bis aufs Äußerste zerrissen und die nächste auch. Dann habe ich schön Farben sortieren dürfen, welche zum Glück einen großen Unterschied hatten. Ich glaube, das waren dunkelblaue und rosane damals. Von daher war das gar nicht so ein großer Aufwand. Aber aus dem Fehler habe ich gelernt, seitdem werden sie zerschnitten und nicht gerissen. Das wäre hier der Pfeil nach unten. Falls ihr Fragen habt, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich gucke da natürlich rein. Falls mal was sein sollte, dann könnt ihr euch immer gerne melden. Versucht da, so oft es möglich ist, mal reinzuschauen, euch Fragen zu beantworten. Und bisher muss ich den ganzen Leuten auch wirklich ein ganz, ganz dickes Danke aussprechen. Weil die vielen lieben Worte, die ihr findet, sind einfach nur toll. Achso, ich habe jetzt vergessen, die übrigen Steinchen in das Sipptütchen zu packen. Das machen wir jetzt gleich. Ja, wenn man das Schiffchen schon wieder belegt hat, aber die Steinchen umfüllen will. So, jetzt. Konfetti-Party auf dem Tisch. So, hier hatten wir die 890 eben. An den unmöglichsten Stellen findet man Steinchen in unterschiedlichsten Farben. Aber die Tic-Tac-Döschen lassen sich super auch durch die kleine Öffnung wieder befüllen. Das heißt, ihr müsst nicht ständig den Deckel aufmachen komplett. Wenn ihr so ein Schiffchen habt mit so einer kleinen Nase, mit so einer Öffnung dran, die passt eigentlich super hier rein. Also ich hatte jetzt bisher noch nicht das Problem, dass es nicht gepasst hat. Zeichen im Koffer werden sich noch umsortieren. Ich habe das teilweise so, dass ich hier am Anfang in der ersten Reihe die Zahlen chronologisch gerichtet habe. Habe dann hier hinten Zeichen oder ähnliches. Aber das stellt sich bei mir dann immer erst beim Painten raus. Also das kann sein, dass ich hier meine Box mit den Tic-Tac-Döschen das ein oder andere Mal
dann noch umsortiere. Einfach, wenn man dann sieht, die Farbe, die brauche ich öfters. Hier habe ich andere Möglichkeiten. Dann habe ich diese Sucherei letztendlich nicht mehr. Mein Gut, hier haben wir nur 56 Farben, das ist richtig. Aber das nächste Projekt, was auch von Josephine Wall kommt, das wird deutlich mehr Farben haben. Und da ist es dann nicht schlecht, schon mal ein Gespür für Ordnung im System zu haben. Hoppala. So, hier haben wir wieder zwei Farben oder zwei Tütchen von einer Farbe. Das heißt, das nächste legen wir gleich hier auf die Seite. Und hier kann man es jetzt schlecht sehen anhand dieser größeren Päckchen. Aber so im Normalfall von diesen 200er Packs, die man hat, diese kleineren, passen circa 5, ja, 5, 6 Tütchen passen da schon rein. Ich war ja wahnsinnig aufgeregt, als ich das Paket ausgepackt habe. Das war das letzte Video, was ich hochgeladen hatte. Und ich bin echt immer noch so verliebt. Gleich eingepackt, gleich zur Seite, dass nichts dran kommt. Gleich auch wieder in den Karton. Und freue mich schon wahnsinnig drauf. Der Zustand der Leinwand. Also wir haben auf der Rückseite, das fühlt sich an wie Stoff. Das war ganz, ganz weird, dieses Gefühl. Also so kannte ich das überhaupt nicht. Aber es ist unheimlich schön. Die Leinwand, die glitzert. Meine glitzernde Leinwand ist jetzt nicht ganz so besonders. Das haben mehrere Anbieter mittlerweile. Die Zeitreise hat auch geglitzert von Diamond Painting Deutschland. Da hat man das schon öfters mal gesehen, ja. Aber das Glitzern, das hat alles übertroffen. Ich weiß nicht, ob nur ich den Tick habe. Aber wenn ich hier am Painten bin, dann steht man ja trotzdem mal auf und holt sich einen Kaffee. Oder huscht mal schnell ins Bad oder erledigt dann doch schnell mal was. Und wenn man dann hier an dem Bild vorbeiläuft, dieser Glanz und dieses Glitzern, ich weiß nicht, wie oft ich an meinem ersten Bild als hin und her gelaufen bin, um diesen Tisch rum und dann da mal beleuchtet habe und da mal beleuchtet, einfach weil ich dieses Glitzern so faszinierend fand. Ich habe jetzt mein Zeitreisebild eingerahmt. Wir haben das ja zusammen versiegelt in einem Video. Mit dem Vanish Gloss und einer Farbrolle, mit so einer Schaumstoffrolle. Das ist jetzt fertig getrocknet. Den Rahmen habe ich bestellt. Der ist auch angekommen. Ich habe jetzt die Ränder schon abgeschnitten und habe es eingerahmt. Und mit Versiegelung hinter Glas ist dieses Glitzern immer noch da. Also da könnt ihr beruhigt sein. Ich versiegel sie eigentlich immer, auch wenn ich sie hinter Glas packe, gerade wenn das dann Bilder sind, die mir persönlich oder meiner Familie wichtig sind, dann werden die dennoch versiegelt, dass halt wirklich gar nichts dran kommen kann. Die Farben sind unheimlich schön. Wir haben ein paar lila Töne, wir haben aber auch Orangetöne und Grün, wie jetzt hier zum Beispiel. Also die Farben sind toll.
ich bin momentan echt am Hapern mit mir und bin schon fast dabei, meinen Vorsatz niederzumetzeln und zu sagen, ich painte doch mehrere Bilder, beziehungsweise ich fange ein weiteres an, weil es so frustrierend ist. Es ist so frustrierend, dieses Audrey Hepburn-Bild zu painten. Das ist nicht angenehm. Ich meine, es ist aktuell noch ein bisschen schwieriger mit der Hand. Das heißt, ich bin eh ein bisschen langsamer, was mir jetzt aber nicht so viel ausmacht. Wie sagt man so schön, der Weg ist das Ziel, es muss Spaß machen und sollte nicht gehetzt werden. Ne? Man, dafür ist ein Marathon da. Stehe ja nicht unter Zeitdruck. Sie freut sich auch noch, wenn es ein paar Tage später da ist. Es soll ja schön werden. Und gerade bei den unterschiedlichen Steinen, da ist es halt einfach kein angenehmes Painten mehr. Wenn man ständig schauen muss, ob die Steine passen oder ob man dann sich in zu große Lücken arbeitet oder gar Lücken schon auf dem Bild sind, weil ich das Steinchen jetzt irgendwie schon blöd gesetzt habe und das nächste dann doch wieder ein bisschen kleiner ist. Das ist halt wirklich, es ist wirklich ärgerlich. Ich meine, die Leinwand ist toll, der Druck ist schön, der Druck ist klar. Die Klebekraft ist der Wahnsinn. Also Steinchen verschieben ist nicht möglich. Wenn ein Stein sitzt, dann sitzt das Steinchen. Und dann ist da nur noch mit einer Pinzette dran zu gehen und das Steinchen wirklich abzunehmen und neu zu platzieren. Also rumschieben bei dem Bild, da hat man keine Chance. Was aber auch nicht schlimm ist. Aber die unterschiedlichen großen Steine, die machen es halt einfach. Machen, dass es nicht so wirklich Spaß macht. Was mir auch noch im Nachhinein aufgefallen ist, ich habe bei dem Audrey Hepburn-Bild die Steine ja auch mit euch sortiert und hatte zweimal das Symbol mit der Nummer 4. Also ich habe zweimal einmal in einem lila Ton und einmal in einem Petrolton, so einem Petrolgrün. Das sind dann beides Zeichen, also es ist dann beides vergeben mit dem Symbol 4. Beim Einsortieren ist es mir gar nicht aufgefallen. Vielleicht auch einfach, weil ich zu aufgeregt wegen der Kamera gewesen bin. Das kann natürlich auch sein. Oder einfach, weil man da halt nach und nach sortiert und sich da gar keine Gedanken drüber macht, dass ein Symbol vielleicht doppelt vergeben wird. Aber es ist der Fall, die eine 4 ist dann auf der Leinwand ein bisschen schwächer gedruckt. Also wir haben jetzt im Hintergrund dann keine, dass die 4 dann beispielsweise auf einem andersfarbigen Hintergrund ist es nicht. Wir haben einfach einen schwächeren Druck. Ist ein bisschen ärgerlich, aber man bekommt es hin. Ich arbeite mittlerweile mit einer Lampe, die ich über das Bild hänge. Also quasi ist eine Tischlampe, habe ich stehen, die im Normalfall eigentlich gar nicht an ist. Bei dem Bild brauche ich sie. Dann klar, das normale Licht, welches im Wohnzimmer ist. Mit Lightpad, da sind wir momentan noch nicht dazu gekommen. Ich wollte ja gerne eins selber bauen. Ich hätte gern ein quadratisches, was auch ein wenig größer ist. Ich dachte an 70 auf 70 Zentimeter vielleicht. Da sind wir aber aktuell noch nicht dazu gekommen. Mein Mann hat sich jetzt vor ein paar Tagen hat er sich verletzt.
Und dementsprechend sind da jetzt momentan andere Sachen wichtiger. Meine Tochter, die Kleine, ist auch noch ein bisschen erkältet. Das heißt, von der Zeit her momentan ist es ein bisschen eingeschränkt. Aber da ist es doch dann schön, wenn man sich dann auch mal so eine Stunde Zeit nehmen kann, wie jetzt hier und Steine einsortiert. Das ist ja wirklich was, was ich dann auch gerne mache. Das ist was, das gehört für mich dazu. Und ich habe da auch wirklich Spaß dran. Alles ans Einsortieren, ans Wegsortieren. Das ist dann so mein Projekt und das gehört dazu und ich finde das immer schön. Schon hier kann man den Kopf ganz gut ausschalten. Man sieht die ganzen tollen Farben und wird dann eigentlich noch ungeduldiger, wenn man weiß, dass man das Bild noch gar nicht anfangen kann. Aber wichtig ist natürlich, ich meine, hier haben wir einen tollen Ansprechpartner mit Diamond Art Club. Oder wenn wir in Deutschland bestellen, da ist es dann wahrscheinlich auch nicht ganz so problematisch. Aber alles andere, was ein bisschen weiter weg ist, so wie jetzt beispielsweise über AliExpress oder wenn man beispielsweise bei Wish oder bei Joom bestellt oder auf diversen Facebook-Werbungen, da sollte man dann natürlich schauen, dass man da dann in dem Zeitfenster ist, um halt einfach die Möglichkeit zu haben, zu sagen, es fehlen beispielsweise Steinchen, die Leinwand ist nicht ganz so schön. Deshalb empfehle ich immer, schaut euch euer Produkt an, kontrolliert alles, schaut, ob alle Steine da sind, ob die Leinwand toll ist, ob alles zu eurer Zufriedenheit ist, weil wenn die Zeit um ist, kann er dann sagen, gut, hättest du dich vorher melden sollen, die Zeit der Reklamation ist um. Deshalb gleich reinschauen, gleich kontrollieren. Sich mal eine Stunde Zeit nehmen, sich vielleicht schön mit einem Hörspiel hinsetzen oder zu einer Serie. Stellt euch einen Kaffee nebendran oder hört ein bisschen Musik. Wie gesagt, ich mache es gerne, kann aber auch verstehen, wenn die Leute sagen, nee. Meine Tochter zum Beispiel hat da jetzt auch nicht die Geduld. Die setzt sich dann gerne schön von gepackten Koffer und der ist fertig und sie hat da keine Arbeit mit und kann direkt loslegen. Josephine Wallbilder haben mich schon immer fasziniert von den Motiven. Ich finde die wahnsinnig schön. Aber die Anzahl der Farben hat mich immer so ein bisschen abgehalten, muss ich gestehen. Wenn ich dann eine Liste sehe mit über 300 Farben, hui, ja, fand ich ein wenig heftig und habe ich gesagt, würde ich gerne noch ein wenig abwarten. Wenn dass ich mir die Bilder bestelle, das ist für mich außer Frage gewesen, weil sie mir einfach wirklich sehr gut gefallen. Aber als ich dann gesehen habe, dass der Diamond Art Club die Motive auch hat, dachte ich würde gerne erstmal dort bestellen. 56 Farben sind jetzt nicht unbedingt die Welt. Aber ich hätte gern das Motiv. Und ich hätte auch gerne, wie ich euch in einem anderen Video schon erzählt habe, gerne einen Vergleich. Das heißt, ich werde das hier mit 56 Farben painten und werde dann, ich weiß nicht, ob direkt im Anschluss, aber werde dann als nächstes ein Bild bei Diamond Painting Deutschland bestellen. Der hat ja dann
natürlich deutlich mehr Farben. Ich werde dann auch schauen, ob ich weiter mit Tic-Tac-Döschen arbeite oder ob für solche große Projekte dann eventuell eine Painterbox und Medibecher bei mir einziehen. Nicht falsch verstehen, ich liebe meine Tic-Tac-Döschen. Ich mag das System unheimlich gerne. Einfach, weil ich dann alles bei mir auf dem Tisch stehen habe und trotzdem noch ausreichend Platz auf dem Tisch habe. Es gibt tolle Systeme. Diese Koffer finde ich auch ganz toll. Also da werde ich auch mal welche bestellen. Gerade wenn man dann in den Urlaub fährt zum Beispiel und man sagt, ich würde gerne ein kleines Bild mitnehmen. Wir gehen gerne campen mit den Kindern. Und wenn man sich dann da schön in die Sonne setzen kann und painten kann zum Beispiel. Ich denke, da ist für den Transport so ein Koffer ganz, ganz nützlich, könnte ich mir vorstellen. Das heißt, der wird auch noch einziehen, aber dadurch, dass das mit dem Urlaub momentan ja eher ein Wunschdenken ist, kann das auch noch ein bisschen warten. Hier haben wir die nächsten Ebi-Steinchen in einem Gelbton. Auch sehr, sehr schön. Wow. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie das Bild aussieht und wie es sich painten lässt. Aber hier habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl, muss ich sagen. Wenn man sieht, mit wie viel Mühe das Paket gepackt ist, das Bild in einem Karton drin gehabt, haben den Karton nochmal außen rum gehabt, dann das Toolkit war auch sehr schön mit dem durchsichtigen Schiffchen, dem blauen Stift und natürlich für Diamond Art Club typisch die Wachsblättchen in Herzform, was dem Ganzen dann nochmal so ein kleines Extra gibt. Natürlich ist es ganz normales Standardwachs, einfach in die Herzform gepresst, aber es ist dennoch sehr schön. Schön, und wenn man das dann auspackt und bisher nur aus Videos kennt, dann ist das dann doch toll, wenn man sowas dann sieht. Dann hatte ich ja noch einen Acrylstift bestellt, den ich vorher in so einem Design noch nicht gesehen hatte. Und zwar ist das ein durchsichtiger Stift mit so Glitzerflakes drin und die schimmern gold und blau. Wahnsinnig toll. Auch hier, wenn ich dann bei dem aktuellen Bild dran bin von der Audrey Hepburn mit dem vielen Licht, das hält die Stimmung dann doch noch ein bisschen mehr auf, wenn man dann den Stift in der Hand hat. Durch das Licht, das dann von oben noch strahlt und dieser ganze Stift anfängt zu glitzern. Das ist sehr schön. Das macht echt wahnsinnig viel Spaß. Ich muss mich momentan für meine Sauklaue entschuldigen. Jetzt habe ich sie komplett versaut. Aber das Schreiben mit rechts ist manchmal ein wenig schwierig noch. Aber es wird besser. Man kann meine Zahlen und Buchstaben mittlerweile lesen. Ich habe letztens eine Einkaufsliste für meine Tochter geschrieben und habe wirklich auch das bekommen, was ich aufgeschrieben habe. Mit keinem Kontrollanruf. Meintest du wirklich das? Nee, es hat wunderbar funktioniert mittlerweile. Und am Anfang war es wirklich katastrophal. Also die Farben sind wirklich toll. Die Steine sehen super aus. Und ich weiß nicht, wie oft ich schon gesagt habe, dass mir die Leinwand wahnsinnig gut gefällt. An was für Projekten seid ihr denn momentan dran? Seid ihr am Painten?
Oder wie ich gerade am Steinchen sortieren. Was für Bilder macht ihr denn gerade? Paintet ihr lieber sehr bunte Motive? Ich mag ja bunte Bilder. Klar hatte ich wahrscheinlich wie jeder Teenie auch mal so eine ganz dunkle Phase, wo dann alles schwarz und grau und ja, kein Pink und Rosa und ja. Aber aus der Phase bin ich raus. Mittlerweile darf es gerne bunt sein, es darf gerne glitzern und es darf auch gerne rosa sein. Wie sieht denn euer Tag also aus? Ich meine, bei mir ist es so, wie gesagt, ich habe zwei Kinder. Die große ist 14 und die kleine ist 11. Momentan mit dem Homeschooling kommen wir mittlerweile, muss ich sagen, ganz gut klar. Am Anfang war das ein wenig schwierig, um da auch von der Schule her ein passendes Medium zu finden, wo die Kinder sich austauschen können im Online-Unterricht und es nicht ständig abstürzt, hakt oder mal geschweige denn gar nicht reinkommt in die Räume. Aber das hat sich ganz gut eingependelt. Kinder kommen mit dem Arbeitspensum eigentlich auch gut klar. Und die Große ist da recht selbstständig schon. Die Kleine braucht ab und an dann mal noch ein bisschen Hilfe. Was aber auch völlig in Ordnung ist. In der Schule haben sie ja auch ihre Ansprechpartner. Hat es bei mir momentan den Vorteil, dass ich durch die Hand zu Hause bin. Momentan sind noch Ferien bis Sonntag. Aber so was so den Alltag angeht, ist es momentan schön, wenn man dann auch mal Zeit hat, sich hinzusetzen und zu painten und einfach den Kopf auszuschalten. Wir werden so eingeschränkt, was den Kontakt angeht. Also ich sehe es an den Mädels. Die Kleine ist zum Beispiel seit Jahren im Fußballverein, was jetzt sehr, sehr fehlt. Der Kontakt zu den Kindern auf dem Sportplatz, der Austausch mit den Trainern, das fehlt den Kindern halt einfach. Der Kontakt zu ihren Freunden, auch zu einer größeren Gruppe an Freunden, das Spielen auf dem Pausenhof, das Raufen, das, egal was es eigentlich ist, also es fehlt einfach. Und klar, wir versuchen auch im Alltag den Kindern Abwechslung zu bieten. Man geht mal raus, man ist da am Spielen, man paintet mit den Kindern, man bastelt mit den Kindern. Aber einen Fußballverein können wir natürlich nicht ersetzen. Ich finde es einfach wahnsinnig traurig. Ich meine, wenn ich jetzt so an meine Kindheit zurückdenke, und hat gar nichts drin gehalten. Wir waren nur draußen. Wir sind von der Schule nach Hause gekommen. Also ich zumindest, ich habe meinen Schulranzen in die Ecke gefeuert. Hab was gegessen. Hab Hausaufgaben gemacht. Und keine 10 Minuten später war man schon wieder draußen und hat was mit Freunden unternommen. Ob man jetzt zusammen, wir wohnen hier sehr, sehr ländlich, ich bin relativ ländlich aufgewachsen und waren dann viel im Wald und hatten da einfach unheimlich viel Spaß. Und das wird unseren Kindern aktuell alles ein bisschen verwehrt.
Und das macht mich zum Beispiel wahnsinnig traurig. Weil gerade dieses in dem Alter sieht man ja alles ganz anders. Man erforscht Sachen, man testet sich selbst aus. Man geht vielleicht auch mal ein Schrittchen zu weit. Aber man solange soll sich jetzt nicht verletzen. Ist das ja auch völlig, völlig legitim. Ich meine, klar werden wir alle eingeschränkt. Ob das jetzt der Urlaub ist, ob das Shoppen ist. Ich habe letztens mit einer Freundin unterhalten, die hat gesagt, das Shoppen, das fehlt ihr so. Weil ich sagen muss, dass ich nie großartig shoppen war. Da bin ich eher damals auch schon der Online-Besteller gewesen, was Klamotten angeht. Wo ich mich immer gerne ausgetobt habe, waren so Sachen wie The Action und Teddy und lauter so Sachen, wo man so Bastelsachen und das ist was, das fehlt mir auch. Da hätte man vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht. Da hätte man sich ins Auto gesetzt und wäre halt schnell zum Action gefahren und hätte sich da Materialien gekauft zum Basteln. Hätte man sich vorher überhaupt keine Gedanken gemacht. Aber jetzt, wo es zu hat, da ist dann natürlich High Life. Was natürlich auch verständlich ist. Also aber gerade so Sachen zum Basteln, die sehe ich dann doch gerne vor mir und habe sie in der Hand und schaue es mir in Ruhe an. Ich meine, was definitiv noch fehlt, ist eine Diamond Painting Shop. Also da würde ich mich ja dumm und dämlich kaufen, muss ich gestehen. Wenn es das auch noch als Geschäft gibt, also so als Ladengeschäft, das wäre tödlich. Das wäre echt tödlich. Ich glaube, ich müsste überall im Haus Fotos von mir aufhängen, dass meine Familie nicht vergisst, wie ich aussehe. Ja. Könnte mein Gehalt direkt per Dauerauftrag in das Geschäft leiten. Auch das. Aber der Vorrat an Bildern wächst trotzdem natürlich, dank dem Online-Shopping. Und die Ideen gehen nicht aus. Die Arbeit geht nicht aus. Und somit geht das Hobby weiter. Wie das jetzt natürlich ist, ab Juni oder Juli, ist es ja dann mit der Einfuhr dann anders. Inwieweit sich das verändert, muss ich sagen, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe von einigen schon gehört, die dann gesagt haben, oh Gott, ich bestelle jetzt ganz, ganz viel noch. Weil dann wird man erstmal gucken müssen, wie das denn abläuft, ob man dann überhaupt noch so günstig dann bestellen kann. Oder wie sich das dann zukünftig verhält. Ich meine, so großartig hat sich mein Bestellverhalten jetzt nicht geändert. Das war schon immer katastrophal. Bild ist jetzt zwei Tage hier. Eins ist aktuell noch unterwegs von JBFKI. Ist das ein Motiv von König der Löwen? Ja, das ist so das. Ist noch was unterwegs?
Ja, das ist das Schlimme, wenn man das, oh Gott, wenn man das dann gar nicht, wenn man da schon den Überblick verliert. Aber ich glaube, das ist das Einzige, was unterwegs ist noch. Als nächstes wird dann bei Diamond Painting Deutschland bestellt. Da folgt dann das nächste Josephine Wallbild. Und ich habe mir letzt auch lange darüber Gedanken gemacht, was für ein Bild ich gerne personalisieren lassen möchte. Weil auch die Bilder von Diamond Painting mit Herz haben es mir wirklich angetan, was man da sieht in Videos. Das ist, also die Qualität muss ja echt bombastisch sein. Ich hatte euch ja vorhin schon erklärt oder erzählt, dass ich da momentan so am Fluchen bin mit meinem aktuellen Projekt. Wegen den unterschiedlichen Steinen. Neben dem Fluchen hört man es dann aber auch mal verzweifelt lachen. Weil komischerweise die 310, die in dem Bild auch häufig vorkommt, die ist wunderbar. Die 310 ist klasse. Da wird gar keine Unterschiede. Bisher auch, ich glaube, noch gar keinen Ausschuss gehabt an schwarzen Steinen. Und ich habe wirklich schon einiges an Schwarz jetzt auch gemacht. Und die sind super. Was Probleme macht, ist dieses zarte Rosa, das Beige, das Weiß. Ja, eigentlich fast alles. Bis auf das Schwarz. Ja, das Schwarz ist gut. Was macht ihr denn beim Painten gerne? Hört ihr Musik? Schaut ihr Serie? Oder Fernseher? Oder was gibt es denn noch? Hörbücher? Gibt es so viele Varianten? Also ich bin ja der Serienschauer eigentlich. Wobei ich das beim Painten gar nicht kann. Stört mich eigentlich fast eher, also wenn dann mal ein Hörbuch, wo man wirklich nicht hinschauen muss. Nee, das würde mich mal interessieren, was ihr dann so während dem Painten macht. Und wenn ihr Serien schaut, was schaut ihr denn da? Schaut ihr dann so Sachen, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt, wo ihr dann gar nicht so, so die ganze Zeit drauf schauen müsst? Was ich zum Beispiel toll fand, wir haben so das Ritual mittlerweile, dass meine Kinder gucken wahnsinnig gerne Der Herr der Ringe und Der Hobbit. Also das ist was, das könnten die sich täglich, wirklich täglich angucken. Wir haben es mittlerweile so, dass wir uns als Familie wirklich alle zusammen hinsetzen. Und die Herr der Ringe und die Hobbit-Teile an Weihnachten oder in den Ferien rund um Weihnachten schauen wir uns das alles gemeinsam an. Und ich hatte in dieser Zeit hatte ich mein Bild von der Hobbit zu painten, was dann wahnsinnig, was ich sehr cool fand. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das Bild war sehr, sehr schön. Es waren runde Steine. Viel, viel, viel Grau und Beige-Töne und Schwarz und also in sämtlichen Variationen, in sämtlichen Farbabweichungen, in Tönen. Aber sehr, sehr viel Grau, Schwarz und Beige. Und Grün. So grünliche Töne waren auch drin. War für meine große Tochter. Darf jetzt die nächsten Tage auch bei ihr einziehen. Da haben wir jetzt noch einen Rahmen geholt, der ihr gefällt. Wir noch ein bisschen was umstellen müssen. Ne? Und jetzt darf das in den nächsten Tagen auch an die Wand.
Ja, die große, die paintet gar nicht. Die setzt mal so ein Steinchen in die Mitte. So dieses ploppende Geräusch, das Gefühl, das findet sie toll. Aber so die Geduld und die Ruhe, das ist nichts. Das mag sie nicht so gerne. Was aber auch völlig in Ordnung ist. Sie muss ja nicht. Sie hat es probiert mal, so ein bisschen, so an meinem Bild. Aber wenn es nichts für sie ist, dann ist es nichts. Die Kleine macht es sehr, sehr gerne. Die ist aktuell an ihrem dritten Bild dran. Und hat da unheimlich Spaß. Und das ist ja auch schön. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Tic-Tac-Döschen in einen so einen Koffer passen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich denke, die 56 Farben kriegen wir da rein. Die Ordnung in dem Käuferchen, das passiert dann beim Painten. Jetzt geht es erstmal darum, zu gucken, ob alle Steine da sind. Und um alles einzusortieren. Also ich habe jetzt nicht die Bedenken, dass da jetzt irgendwie was fehlt. Und wenn, dann wäre das definitiv wahrscheinlich relativ schnell abgewickelt und unkompliziert zu regeln. Oder was macht ihr denn sonst noch neben dem Painten? Habt ihr sonst noch andere Hobbys? Oder sagt ihr, das Painten reicht mir? Ich habe gerne auch mal ein bisschen Stoff in der Hand, ob das jetzt beim Kreuzsticken ist. Da habe ich zum Geburtstag im November habe ich da von meiner Mama mein erstes Motiv bekommen, was sehr, sehr groß ist. Und da bin ich noch dran. Ja, momentan nicht, aber prinzipiell bin ich da noch dran. Dann habe ich mir Perlenstickbilder bestellt. Das eine von der Nadja habe ich ja mit euch zusammen ausgepackt. Das ist ein Rundstickbild. Und da bin ich auch schon wahnsinnig gespannt, wie das aussieht, wenn ich es denn anfangen kann, wenn die Hand wieder soweit in Ordnung ist, dass ich das auch richtig halten, packen und da durch die Gegend wirbeln kann. Dann sind wir natürlich mit den Kindern, vor allem mit der Kleinen, viel auf dem Fußballplatz. Sind dann da mit ihr am Trainieren und einfach auch mal durch die Gegend kicken. Wir waren eigentlich immer gerne auch essen, also gerade so einmal in der Woche. Sich was Schickeres anziehen und essen gehen, fanden wir eigentlich auch immer toll. Das fehlt mir echt wahnsinnig. Nicht nur, weil ich überhaupt nicht kochen kann. Also das liegt mir gar nicht. Ja, ich sage immer, mir fehlt das Gehen zum Kochen. Backen komischerweise funktioniert. Das geht. Die können auch sehr anspruchsvoll sein. Finde ich wahnsinnig toll. Macht mir unheimlich viel Spaß. Meine Große kocht unheimlich gerne. Das macht ihr wahnsinnig viel Spaß. Ja, meine Große hat da Spaß dran. Die kocht sehr gerne und auch sehr gut. Die hat da Gefühl für. Und da hat sie Spaß dran. Und die Kleine ist so das Energiebündel. Auch hier haben wir nochmal AB-Steinchen in Weiß. Das ist jetzt die dritte Farbe davon. Also die dritte AB-Steinchen. Hier einmal den Blauton, dann den Gelbton und jetzt hier das Weiß. Und die funkeln wahnsinnig schön. Das ist echt wow.
Aber wie geht es euren Kindern denn, wenn ihr welche habt? Kommen die gut mit dem Homeschooling klar? Fällt euch langsam die Decke auf den Kopf? Mama kriegt einen Lagerkoller? Oder habt ihr da eine gute Möglichkeit und Balance gefunden? Es wird ja schon wieder gemunkelt, dass die Schulen weiterhin geschlossen bleiben. Sogar bis zu den Pfingstferien mittlerweile. Wenn man sich dann überlegt, wann die Pfingstferien eigentlich sind und über was für einen Zeitraum man da spricht. Vielleicht habt ihr schon mal Bilder mit einer großen Farbanzahl gepaintet und habt dann da Tricks, wie ihr mit eurem System zurechtkommt, beziehungsweise was für ein System ihr dann habt und ob sich das bei einer kleineren Anzahl an Farben, ob sich euer System dann da verändert, ob ihr da dann eine andere Möglichkeit habt oder ob ihr immer mit dem System paintet, mit der Aufbewahrung. Ja, aber da gibt es ja ganz tolle, viele tolle Möglichkeiten. Hier haben wir zum Beispiel ein ganz, ganz leuchtendes Orange. Das ist echt Wahnsinn. Gerade beim letzten Bild, die Zeitreise, haben wir auch so schöne Orangetöne drin gehabt. Aber das ist gleich nochmal ein wenig kräftiger, habe ich so das Gefühl. Sehr schön, gefällt mir gut. So, ich hatte jetzt hier gerade eine kurze Unterbrechung drin. Wie gesagt, man ist ja hier nicht nur am Sortieren, man hat auch noch die Family im Hintergrund. Und jetzt machen wir einfach weiter. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen durchgeschaut. Also wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 Farben. Und dann haben wir alles sortiert. Das andere war jetzt alles Überschuss von den Farben, die dann doppelt sind. Und ich bin ein bisschen erschrocken. Also ich habe ein Tütchen mit 310, mehr nicht. Ein Tütchen. Aber okay. Was ich gerne mag, wenn ich die Koffer sortiert habe, und das kann ich euch später gerne mal zeigen. Wenn wir dann die ganzen Farben da drin haben und den Koffer dann auf den Kopf drehen und uns die Farben dann von unten in diesen Döschen angucken, das ist wirklich toll. Da gucken wir später mal. Da haben wir jetzt das Symbol S. Aber heute jetzt gerade an einem Samstag. Wir waren jetzt heute Morgen. Wir sind spazieren gegangen mit den Kindern und holen dann immer Brötchen. Und tun dann zusammen frühstücken. Das ist so was, was wir seit Corona eigentlich gerne machen. Dann wirklich mit den Kindern dann auch rausgehen und dann bewusst auch mal spazieren zu gehen. Natürlich gehen wir auch raus, das ist logisch. Aber so dieses typische Spazieren gehen, ist hier ein Olivgrün, was ich auch sehr schön finde. Aber so meine Farben sind zum Beispiel so lila, blau. Fliederfarben finde ich auch sehr schön. So, ich habe jetzt hier fleißig weiter sortiert, bin jetzt bei der aktuell letzten Farbe und die Kamera ist ausgegangen und hat natürlich jetzt einiges nicht mitgefilmt. Es tut mir leid, ich habe rege mit euch gequatscht. Ihr könnt es jetzt glauben oder nicht.
Nein, ich hab weiterhin schön mit der Kamera gesprochen, die aus war. Ja, ist auch mal was Nettes. Wir schenken unseren Elektrogeräten ja viel, viel zu wenig Aufmerksamkeit. Wenn sie dann noch nette Wörter hören, wenn man sich mit ihnen beschäftigt, spricht und erzählt. Vielleicht freuen sie sich ja auch ein bisschen. Ui. Ja, beim letzten. Darf dann auch ein bisschen was schief gehen. Es hat mir wieder Spaß gemacht, für euch ein Video zu drehen. Wie schon gesagt, das Sortieren an sich macht mir schon wahnsinnig Spaß. Und ich schaue mir auch gern Videos vom Sortieren an. Vielleicht habt ihr Verbesserungsvorschläge. Vielleicht sagt ihr, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen, aus dem und dem Grund. Bin für Kritik offen. Ihr könnt mich gerne anschreiben. Manchmal fällt einem das selber ja nicht auf, dass man sagt, gut, vielleicht ist der Ton schlecht, das Licht ist schlecht, es ist vielleicht zu dunkel oder es ist zu hell. Manchmal fällt es einem aus einem anderen Blickwinkel besser auf. Nee, und da brauche ich dann einfach euch. Vielleicht habt ihr auch einfach Themen, die man ansprechen kann, wo ihr vielleicht eine Frage zu habt, wo ihr Hilfe braucht, wo ihr was ihr gerne bequatschen möchtet. Immer gerne. Bin da sehr offen für. Jetzt gucken wir einmal nochmal drüber. Die 141 haben wir, die 155 haben wir, die 209 ist auch da, die 210 und die 211, die 310. 333 haben wir als letztes gemacht. Das ist auch da. Das N ist auch da. Die 7, das S, das K, der Pfeil nach links, der Pfeil nach oben und das F. Das Prozentzeichen ist da. Der Pfeil nach rechts ist da. Das R ist auch da. Meine Tochter sagt immer, der Zauberstab ist da. Der Strich ist da, die 5, der Pfeil, die Punkte und das Y. Also Farben sind alle da, alle wunderbar. So, das ist jetzt die fertig einsortierte Box. Die leeren tue ich immer wieder raus. Die lasse ich nicht im Koffer. So, und da ist jetzt alles drin. Genau, wir haben wie gesagt 56 Farben. Können das jetzt hier ganz ordentlich verschließen. Jetzt zeige ich euch, was ich vorhin meinte. Ja, da hat sich eins verirrt. Wir haben hier die ganzen Farben aus dem Bild. Also viele, viele lila und blautöne, aber auch schöne Grüntöne und ein unheimlich schönes leuchtendes Orange. Wow. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag, einen schönen Abend oder je nachdem, wann ihr das Video schaut. Behaltet das Köpfchen schön oben, richtet euer Krönchen, denn nur so kommt man durch die Zeit durch. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.